Am Osterwochenende forderte Vizekanzler Hartz Strache ein Kopftuchverbot für Kindergärten. Nur 4 Tage später wurde diese Forderung gemeinsam mit den Koalitionspartnern umgesetzt. Einmal mehr zeigte sich, wie wichtig es ist, dass die FPÖ in einer Bundesregierung ist. Denn Hartz Strache hält, was er verspricht. Wir haben nachgefragt, was Österreicher von einem Kopftuchverbot in Kindergärten halten. Ich finde, man hat das Gefühl, dass diese Kinder schon unter Druck sind. Das finde ich richtig, weil wir sind bei uns in Österreich hier und deswegen sollen die die Kultur annehmen, was wir haben bei uns. Außerdem finde ich, dass das Kopftuch im Allgemeinen die Frau quasi diskriminiert. Ja, ist mir eigentlich ganz recht, weil das soll jeder Mensch gleich sein, dass es so keine Antipathie schon im kleinen Kindalter gibt. Würde ich dafür sein. Das hat mit der Religion, glaube ich, nichts zu tun. Auch der geschäftsführende Clubobmann und langjähriger Vizebürgermeister der Stadt Wien, Johann Gudenus, war stets ein Verfechter des Kopftuchverbots in Kindergärten. Herr Gudenus, wieso ist der Schritt, den die Bundesregierung hier gesetzt hat, so wichtig? Also man sieht, dass eine freiheitliche Regierungsbeteiligung wirkt. Wir tun das, was wir auch vorher versprochen haben, wofür uns die Menschen gewählt haben. Und das bedeutet eben auch vor allem, hier anzukämpfen gegen eine Ausbreitung des radikalen Islamismus. Wenn hier Kinder im Kleinkindalter oder im Volksschulalter stigmatisiert werden mit einem Kopftuch, so wollen und werden wir dagegen vorgehen. Und es ist jetzt in Ausarbeitung eine Gesetzesvorlage, damit eben hier auch ein Kopftuchverbot im Kindergartenbereich und im Volksschulbereich umgesetzt werden kann.